England verliert die Unterstützung seiner EU-Alliierten, während sich der Riss zu Brüssel vergrößert. Dänemark sagte zu London, es solle die zusätzlichen 2 Milliarden bezahlen, da es ihm ökonomisch besser gehe als anderen EU-Ländern. Polly Boyko erklärt, warum dieses Problem schwerwiegende Konsequenzen für Europa haben könnte. David Camerons Empörung und die Weigerung, die unerwartete 2 Milliarden Euro Rechnung der Europäischen Union zu bezahlen, mag vielleicht die Schlagzeilen bestimmen. Dies ist momentan jedoch nicht der einzige Dorn im Fleische Brüssels. An der Ostfront der EU lauern weitere rebellische Ansichten. Der Sprecher des ungarischen Parlaments, László Kova, sagte, sollte die Europäische Union weiterhin den Ländern sagen, wie sie regiert werden sollten, dann wird Brüssel dem Moskau von vor 1989 sehr ähnlich sein. Der ungarische Politiker fuhr fort und sagte, sollte dies die Richtung sein, in die die EU sich bewegt, dann werde Ungarn es in Erwägung ziehen, wieder auszutreten. Brüssels finanzielle Forderungen machen die Dinge auch für die Großen in der EU kompliziert. Sowohl Italien als auch Frankreich, wo die Anti-EU-Stimmung steigt, gerieten letzte Woche mit der Europäischen Kommission in Schwierigkeiten. Sie legten ihren Haushalt vor und beide Länder wollen ihre Wirtschaft unbedingt stimulieren, anstatt zu sparen. Aber Brüssel überwacht die Budgets der Mitgliedstaaten. Die Pläne in Paris und Rom würden die Fiskalregeln der EU verletzen, weil sie nicht genug Geld sparen. Beide Länder mussten ihre Budgets also justieren, um sie an die Forderungen der Europäischen Kommission anzupassen. Was David Cameron angeht, er sagt, England werde sich wegen der unerwarteten EU-Rechnung nicht bewegen. Es sieht nicht so aus, als sei der derzeitige Krach zwischen England und der EU gut für den ohnehin schlechten Zustand der EU. Die Unterstützung für die Anti-EU-Partei UKIP hat ein Allzeithoch erreicht. Reporting from London, I'm Polly Boyko. Die steigende Unterstützung für die Anti-EU, UK Independence Party, hat David Cameron unter großen Druck gesetzt. Dies zwingt ihn, einer populistischen Anti-Immigrationsagenda zu folgen. Das kommt zum Problem mit den Euroskeptikern noch hinzu. Anissa Nawi erklärt das später in ihrer Show In the Now. Cameron möchte die Anzahl der Arbeiter, die innerhalb der EU aus armen Ländern in reiche wandern, deckeln. Aus Moldawien oder Bulgarien nach beispielsweise England. Schlechte Idee, sagt Angela Merkel. Deutschland werde an den EU-Prinzipien der Bewegungsfreiheit nicht herumhantieren. Beamte in Brüssel stimmen dem zu. José Manuel Barroso nannte die Initiative einen historischen Fehler. Was geht also vor sich? Ist David Cameron ein Euroskeptiker geworden? Das ist sehr verdreht.